Es ist mir eine Freude und Ehre, hier bei der DFG zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die DFG ist ja eine Einrichtung, um die uns die Wissenschaftler aus anderen Nationen ganz stark beneiden. Und ich selber bin seit 30 Jahren hier im Hause bekannt. Und das ist das erste Mal, dass ich hier auch mal erzählen darf, was ich denn innerhalb dieser 30 Jahre so alles getrieben habe. Es geht heute Abend, Frau Bungert hat das schon eingeführt, um das Hören. Und die Wichtigkeit des Hörens wird einem erst recht dann bewusst, wenn es nicht mehr so ganz funktioniert mit dem Hören. Deshalb die erste Frage an Sie. Wenn Sie vor die grausame Alternative gestellt werden würden, was ist schlimmer, blind geboren zu werden oder taub geboren zu werden? Wer von Ihnen würde sagen, es ist viel schlimmer, blind geboren zu werden? Okay, wer würde sagen, es ist schlimmer, taub geboren zu werden? Okay, also so, wie man es erwartet hätte, am meisten sagen, blind ist viel schlimmer, als taub geboren zu werden. Aber die alten Griechen wussten das bereits und Kant hat das einmal ganz treffend formuliert. Wer nicht sehen kann, verliert den Kontakt zu den Dingen. Aber wer nicht hören kann, verliert den Kontakt zu den Menschen. Blindgeborene Kinder entwickeln sich ziemlich normal, können ganz normal kommunizieren und entwickeln auch alle sozialen Kontakte. Taubgeborene Kinder haben zum Teil irreversible, also nicht wieder aufholbare Entwicklungsrückstände, sodass man relativ spät erst dazu gekommen ist, erst im 19. Jahrhundert die Taubstummen auch gezielt zu fördern. Vorher waren das einfach die Tauben oder die Doofen. Taub und doof ist derselbe Wortstamm und man hat sie einfach abgestempelt und nichts mit ihnen angefangen. Heutzutage ist das Gott sei Dank ganz anders. Trotzdem ist Schwerhörigkeit die häufigste Sinnesbehinderung. Etwa 18% unserer Bevölkerung ist betroffen und es ist eine Krankheit, die mit zunehmendem Alter tendenziell zunimmt. Bei den Neugeborenen, wir hatten es ja eben, diese grausame Alternative, da sind es Gott sei Dank nur sehr wenig, also 0,3% der Neugeborenen, davon etwa 10% wirklich taub. Im Laufe des Lebens ist das Risiko, an einer behandlungsbedürftigen Hörstörung zu erkranken, sehr groß und bei den über 70-Jährigen sind schon 60% unserer Bevölkerung Hörgerätekandidaten. Deshalb ist es uns ein Anliegen, für alle diese verschiedenen Hörverlustarten, sowohl für die geringgradig Schwierigen mit einem beginnenden Hörverlust als auch für die massiv Schwerhörenden, die also eine massive Hörunterstützung benötigen, Lösungen zu schaffen, die für alle funktionieren. Deshalb ist unser Ziel Hören für alle, Hearing for all, überall, jederzeit und in allen Situationen. Damit Sie sich selber mal einen kleinen Eindruck davon machen können, ob Sie selber betroffen sind oder nicht, möchte ich gleich mit einem kleinen Hörexperiment starten. Sie hören einen Satz, der ist im Störschall verborgen und Sie sollen versuchen, diesen Satz möglichst früh zu hören. Also achten Sie auf diesen Satz. Da bin ich. Thomas hat 12 große Autos. Thomas hat 12 große Autos. Also es war der Satz, Thomas hat 12 große Autos. Ich hoffe, den haben Sie gleich zu Anfang gehört. Also das erste Mal wurde der Satz bei einer sehr niedrigen Sprachlautstärke vorgespielt. Das entspricht also einem ziemlichen Abstand zwischen Sprecher und Hörer. Wer das gehört hat, der hat ziemlich scharfe Ohren, weil normalerweise kann man als Normalhörender unter idealen Bedingungen mit Kopfhörer den Satz soeben gut verstehen. Beim zweiten Mal war der Satz etwas lauter. Das spricht in so einer Cocktail-Party-Situation, der Situation, wo man dichter dran kommt. Da können eigentlich Schwerhörende mit optimaler akustischer Verbindung, also unter Kopfhörer, das gut verstehen. Und Normalhörende können auch unter schwierigen Bedingungen wie hier das schon verstehen. Beim dritten Mal
einmal wurde es bei einem noch besseren Signalrauschabstand abgespielt. Das heißt, der Sprachpegel war lauter und das Rauschen war konstant. Dort können auch Schwerhörende in so einem Raum wie hier mit nicht ganz optimaler Akustik den Satz normalerweise hören. Und bei noch höheren Signalrauschabständen sind Patienten mit einem Cochlea-Implantat, einer elektronischen Hörprothese, in der Lage, diesen Satz zu hören. Das heißt also, wenn Sie das erste Mal den Satz gehört haben, dann haben Sie wirklich sehr, sehr scharfe Ohren. Wenn Sie es das zweite Mal gehört haben, dann war es grenzwertig. Wenn Sie es das dritte Mal immer noch nicht gehört haben, dann sollten Sie vielleicht mal zu einem Spezialisten gehen. Aber wir können uns zur Not auch nachher unterhalten. Hier in Bonn gibt es sehr gute Hörgeräteakustiker und auch HNO-Ärzte, die sich damit gut auskennen. Nun, die Schwere des Hörverlustes ist natürlich bei den geringgradig Betroffenen so, dass da sehr viele von betroffen sind. Und dort gibt es eben Lösungsansätze, dass man eben eine Hörunterstützung, also als sogenannte Assistive Listening Devices oder Hörunterstützung bietet, zum Beispiel einen Kopfhörer, mit dem man den Fernsehton direkt sich hören kann. Mit zunehmendem Hörverlust, also für diejenigen, die einen wirklich signifikanten, behandlungsbedürftigen Hörverlust haben, dort stehen Hörgeräte zur Verfügung. Und für die extrem schweren Hörenden mit einer hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwierigkeit, aber zunehmend auch mittelgradige Schwierigkeit, da sind Cochlea-Implantate, also in das Innenohr implantierte elektronische Hörprothesen, das Mittel der Wahl. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber immerhin haben wir damit die Möglichkeit, eigentlich das ganze Spektrum an Hörstörungen durch Hörhilfen zu bedienen. Den Satz, den Sie jetzt eben gehört haben, der war ja ein bisschen komisch, nicht? Und dieser Satz, das ist einer aus dem sogenannten Matrix-Satztest. Das ist nämlich ein Satztest, bei dem man in jeder Sprache auf dieselbe Art und Weise Sprachtests durchführen kann, die alle die gleiche Schwierigkeit aufweisen. Also jeder Satz ist so ein Zufallsgang durch 10 verschiedene Namen, 10 verschiedene Verben, 10 verschiedene Zahlen, 10 Adjektive und 10 Objekte. Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Sprachen. Felix dessine 15 Piquets Noirs. Ich finde immer sehr schön die Holländerin. Maria liebt 200 Zellig Mark. Holländerin hier. Sarah kauft 5 kleine Fietsen. Oder den Unterschied zwischen der britischen Version. Hannah likes 2 thin shoes. Und der amerikanischen Version. Thomas sees 8 pretty chairs. Das Chairs, finde ich ganz eindrucksvoll. Inzwischen gibt es diesen Test in 18 verschiedenen Sprachen. Und Frage ist eben, ist es sinnvoll, so einen Test in der eigenen Muttersprache durchzuführen? Oder kann man so einen einfachen Test, da sind ja nur 50 verschiedene Wörter, kann man den auch in einer Fremdsprache lernen? Und da hat Frau Bajibok in unserer Arbeitsgruppe den Versuch gemacht, dass sie denselben Test zum einen mit Probanden durchgeführt hat, die des Deutschen noch nicht so mächtig sind, also vielleicht 4 Wochen Deutsch gelernt haben. Und dann mit zunehmender Sprachkompetenz auch verschiedene Gruppen. Und zum Schluss eben eine Gruppe von Deutschen als Muttersprache. Und da stellt sich heraus, dass also je niedriger der Wert, desto besser ist es, desto niedriger ist ja der Pegel, bei dem man noch was hören kann, so wie Sie es zu Anfang auch kennengelernt haben. Um so gut zu sein wie ein Muttersprachler, muss man schon mindestens 30 Jahre oder länger im Land sein. Man holt das fast nie auf. Also selbst die, die relativ lange in Deutschland waren und mehrere Jahre die Sprache gelernt haben, haben noch ein gewisses Handicap. Also irgendwie wird das Gehirn und auch der Sprachapparat in früher Jugend geprägt. Und die Sprache, die man dann gelernt hat, auf die ist man dann auch besonders empfindlich. Mit der kann man dann auch besonders viel anfangen.
Ist natürlich jetzt die Frage, sind manche Sprachen denn besser verständlich als andere Sprachen? Also liegt es daran, dass eine Sprache, zum Beispiel Russisch, leichter verständlich ist als Deutsch? Oder wenn es Unterschiede zwischen den Sprachen gibt, liegt es möglicherweise daran, dass ein Sprecher im Russischen besser verständlich ist als ein Sprecher im Deutschen? Um das zu untersuchen, haben wir uns eines Tricks bedient. Wir haben nämlich bilinguale Sprecher genommen, also Sprecher, die muttersprachlich Deutsch und Russisch sprechen, und zum Vergleich Sprecher, die muttersprachlich Deutsch und Spanisch sprechen, und haben jeweils dieselben Tests gemacht. Also haben sie diese Testsätze aufsprechen lassen, einmal in Deutsch und einmal in Russisch und dann auch in Deutsch und in Spanisch, und haben jeweils native Hörer das anhören lassen. Und das Resultat sieht so aus. Aufgetragen ist wieder die Sprachverständlichkeitsschwelle. Und bei Deutsch und Russisch haben die Sprecher, wenn sie Deutsch sprachen, und die Deutschen haben das gehört, das sind die schwarzen Symbole, stellte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Sprechern heraus. Es gibt einen sehr guten weiblichen Sprecher hier und einen relativ schlecht verständlichen männlichen Sprecher. Aber dieser Sprecher ist auch schlecht verständlich, wenn er Russisch spricht. Auch wenn er die gut verständliche Sprecherin ist, auch im Russischen gut verständlich. Also das überträgt sich von einer Sprache zur anderen. Dasselbe haben wir auch mit Spanisch gemacht. Wenn die deutsch-spanischen Sprecher Deutsch sprechen, sieht man auch Unterschiede zwischen den Sprechern. Aber interessanterweise, wenn die Spanisch sprechen und spanische Hörer versuchen, das zu verstehen, dann sind die Hörer im Durchschnitt um 2 dB schlechter. Das heißt also, offensichtlich muss man im Spanischen sich stärker anstrengen, man muss lauter sprechen, um genauso gut verständlich zu sein. Oder eben in Störschall kann man sich im Spanischen nicht so gut verständlich machen wie im Deutschen oder wie im Russischen. Also wir halten fest, offensichtlich, wenn man auf eine Party geht, ist es besser, Deutsch oder Russisch zu sprechen und nicht Spanisch. Das liegt möglicherweise daran, dass im Spanischen die Sprache durch Vokale vorwiegend übertragen wird, während im Deutschen und im Russischen wir sehr viele Konsonanten haben. Und wenn es laut wird, kann man mit einem Konsonant sehr kurz und sehr prägnant einmal über den Rauschhintergrund hinauskommen, während man mit einem Vokal, um dieselbe akustische Leistung zu erbringen wie das Hintergrundrauschen, da muss man sich viel, viel mehr anstrengen, und deshalb ist es im Spanischen wohl deutlich schwieriger, sich verständlich zu machen als im Russischen oder im Deutschen. Gut, aber bis jetzt haben wir uns das natürlich nur angeguckt, wie ist das bei Normalhörenden und beim Verständlichkeitsunterschied zwischen den Sprachen. Die Frage ist, was passiert denn, wenn jetzt eine Schwierigkeit auftritt? Was ist denn da gestört? Dazu müssen wir uns das Ohr zunächst einmal aus dem Blickwinkel der Medizin angucken. Sie wissen vielleicht, wir haben ein Außenohr oder zwei, rechts und links, und einen Gehörgang zum Trommelfell. Und beim Trommelfell fängt dann das Mittelohr an, aus dem kleinen Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und das geht dann in das Innenohr, das ist flüssigkeitsgefüllt. Und da hängt auch das Gleichgewichtsorgan. Und vom Innenohr geht der Draht zum Gehirn, der Hörnerv. So schematisch kann man sich das so vorstellen, dass der Schall vom Ohr wie in einem Trichter gesammelt wird und zum Trommelfell etwas konzentriert wird. Die Gehörknöchelchen bewirken dann eine Umwandlung von dem Luftschall in Wasserschall. In Luft kann man ja mit einer geringen Kraft eine hohe Auslenkung bewirken. In Wasser ist das viel schwieriger, und deshalb wird der Schall an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser normalerweise nicht durchgelassen, sondern wird einfach reflektiert. Und die Natur hat sich dafür das Mittelohr halt ausgedacht, um diese sogenannte Impedanzanpassung hinzukriegen, dass der Schall also ungehindert von der Luft in das wassergefüllte Innenohr kommen kann. In diesem Innenohr werden jetzt die Frequenzen aufgeteilt, sodass die hohen Frequenzen ganz am Anfang abgebildet werden und die tiefen Frequenzen ganz am Ende der Schnecke. Wir wollen das mal ausprobieren. Also die tiefen Frequenzen, jetzt fallen sie nicht gleich um.
Ich glaube, das können Sie alle gut hören, nicht? Bei etwas höheren Frequenzen, also mehr so in der Mitte des Innenohrs, klingt das denn so. Ne? Konnten Sie das noch alle hören? Wer konnte das noch hören? Okay, sehr gut. Bei noch höheren Frequenzen klingt das so. Wer konnte das noch hören? Okay, wir haben hier sehr scharfe Ohren in Bonn, das ist gut. Aber wer kann das hier hören? Ja, die Jüngsten. Also ich habe das mal vorgespielt in der Kinderuni. Ne? Alle Kinder konnten das hören und alle Lehrer nicht. Ne? Und das ist auch ganz charakteristisch. Mit zunehmendem Alter gehen zuerst die hohen Frequenzen verloren. Und natürlich, wenn man die hohen Frequenzen ganz doll aufdreht, dann hört man auch die hohen Frequenzen irgendwann, kurz bevor der Kopf anfängt zu kochen, sozusagen. Aber physiologisch ist es eben so, dass im Laufe des Lebens die hohen Frequenzen als erstes eingebüßt werden und zum Schluss dann auch die tiefen Frequenzen etwas den Weg alles Irdischen gehen. Aber ich kann Sie nur trösten, es kommt nicht darauf an, was man hört, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, was man daraus macht. Und da sind die Älteren durchaus besser als die Kinder. Das muss sich dann in der Kinderuni auch in einer Serie von Experimenten seinerzeit zeigen, weil die Erwachsenen ja auch jetzt nicht schlechter wegkommen sollten als die Kinder. Das geht ja nicht. Gut, wie wird jetzt der Schall von der Cochlea, also von der Schnecke, in das Gehirn übertragen? Das passiert in dem sogenannten kortischen Organ, der eigentlichen dem Sinnesorgan, dem eigentlichen Sinnesschleimhaut in dem Innenohr. Und zwar, wenn wir die Cochlea, die Hörschnecke, aufschneiden und einen Querschnitt angucken, dann sieht man, es sind drei Bereiche, drei Kompartimente. Und in der Mitte ist der Übergang zwischen der sogenannten Scala Media und der Scala Tympani, und da ist die Basilarmembran. Und die Basilarmembran wird, wenn der Schall ankommt und an der entsprechenden Stelle sein Maximum hat, also dort abgebildet wird, wird die Basilarmembran nach oben und unten ausgelenkt. Also die geht hoch und runter. Das führt dazu, dass die Haarzellen, die Haarsinneszellen, die auf der Basilarmembran eingebettet sind, dass die gegenüber der sogenannten Deckmembran oder Tektorialmembran verschoben werden. Und dann hat man denselben Mechanismus, als wenn man über seine Haare streicht oder wenn man Haare an der Hand hat, so ein bisschen da seitlich streicht. Das merkt man aufgrund des Abknickens der Haare. Und die inneren Haarzellen, die, von denen man eine Reihe hat, die sind eben sehr, sehr sensitiv. Die können eben kleine Bewegungen sehr genau erfassen. Und die äußeren Haarzellen unterstützen sie dabei. Die inneren Haarzellen sind eher wie die Mikrofone unseres Ohrs und die äußeren Haarzellen sind eher wie Lautsprecher, die nämlich einen einmal einlaufenden Schall auch verstärken können. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie ein Kind auf der Kinderschaukel. Wenn das Kind angestoßen wird und es bewegt sich nicht, dann schaukelt die Schaukel nach einer Zeit aus und das Kind bleibt wieder stehen. Aber wenn man es anschubst und das Kind bewegt sich aktiv vor und zurück, dann wird ein einmal einlaufender Schall verstärkt und die Schwingung schaukelt sich auf. Und dadurch kann ein kleiner Effekt, ein kleiner Schubs, eine große Wirkung erzielen. Und das ist derselbe Effekt auch in unserem Gehör. Eine kleine Ursache macht eine große Wirkung. Das führt dazu, dass an der Schwelle, also bei der kleinsten Auslenkung, die auf der Basilarmembran noch messbar ist oder die wir als Mensch noch wahrnehmen können, da ist die Auslenkung mal gerade von diesen Haarzilien an der Oberfläche 0,04 Grad oder 3,5 Nanometer, also 35 mal den Durchmesser des Wasserstoffatoms. Das sind also wirklich unvorstellbar kleine Größen, die unser Ohr noch wahrnehmen kann. Das ist da eben sehr, sehr sensitiv und schafft es mit allen Tricks an der Grenze des physikalisch Machbaren noch den Schall wahrzunehmen. Und der Trick dahinter sind eigentlich die aktiven Prozesse im Gehör, die durch die äußeren Haarzellen, also durch die Lautsprecher sozusagen, hervorgerufen werden. Und diese äußeren Haarzellen, die können bei kleinen Schallamplituden diese Verstärkung machen. Das kann man sich auch unter dem Mikroskop angucken. Hier ist ein Video vom Kollegen Jonathan Ashmore.
Da ist eine einzelne, isolierte äußere Haarzelle, die wird eben in einem Spannungsfeld angelegt, also werden ähnliche Verhältnisse hergestellt wie in der Basilarmembran. Und sie ist dazu in der Lage, aktiv sich zu kontrahieren. Jetzt gucken Sie sich erstmal an, wie das aussieht. Also achten Sie mal auf den oberen Pol der Zelle. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your bad bags up, join me home. We'll have some fun when the first lights work. Ich könnte mir das stundenlang angucken. Das hat also den Vorteil, na komm, weiter. Das hat den Vorteil, dass wir eben bei sehr, sehr kleinen Schallintensitäten Schall wahrnehmen können. Also wir können sozusagen fast das Gras wachsen hören. Hat aber den Nachteil, dass es bei zunehmendem Pegel, bei zunehmender Lautstärke nicht mehr mitmacht, sondern in die Sättigung geht. Und bei noch höheren Pegeln eben, ja, dafür ist das Ohr nicht gemacht. Also vor dem Disco-Besuch sind die Haarzellen noch in Reihe und Glied. Kann man hier vielleicht sehen. Die Stereozilien am oberen Pol der Haarzelle sind also schön geordnet. Insbesondere gibt es diese Tiplings, die die Haare miteinander verbinden. Nach dem Disco-Besuch sieht das vielleicht so aus. Das heißt, die Verbindungen gehen verloren und eine Haarzelle, die einmal geschädigt ist, kann sich zum Teil, wenn es nicht stark geschädigt ist, kann sich wieder regenerieren. Aber wenn die Schädigung stark genug ist, dann geht sie halt verloren. Und eine einmal verloren gegangene Haarzelle wächst beim Säugetier und auch beim Menschen nicht nach. Da haben die Vögel und die Reptilien uns gegenüber einen Vorteil. Bei denen wachsen die Haarzellen nach. Und beim Menschen ist es eben auch wie bei anderen Haarzellen, ne, dass sie nicht nachwachsen. Und deshalb gibt es eben noch keine Pille gegen den Hörverlust, sondern mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Gesamtdosis an Schall nimmt eben die Hörfähigkeit ab. Nun, diese Hörfähigkeit nimmt insbesondere bei niedrigen Pegeln, also bei kleinen Schalllautstärken ab. Das heißt also, ganz typisch ist bei Personen mit der Innenohrschwierigkeit, und diese Innenohrschwierigkeit ist die häufigste Form der Schwierigkeit, das sogenannte Recruitment-Phänomen, nach zu leise kommt gleich zu laut. Also das heißt, wenn man einen Schwerhörigen mit diesem Recruitment-Phänomen nach der Uhr fragt, dann versteht er erstmal nichts und dann redet man ein bisschen lauter und dann sagt er, aber nicht schreien, ich bin noch nicht taub. Das ist ganz typisch, weil die Haarzellen, die äußeren Haarzellen eben ausgefallen sind und bei den kleinen Lautstärken nicht mehr verstärkend wirken, keine Unterstützung bieten. Und bei hohen Lautstärken, da hört der Innenohrschwierige so ähnlich oder hat einen ähnlichen Lautheitseindruck wie Normalhörende. Ich will Ihnen das mal akustisch demonstrieren. Sie hören erstmal einen Satz, wie ihn ein Normalhörender hören würde. Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Oh, eigentlich sollte es drei unterschiedliche Lautstärken sein. Wir haben hier, glaube ich, eine sehr gute Saaltechnik, die dagegen steuert. Also Sie sollten es bei drei verschiedenen Lautstärken gehört haben. Ja, aber es war nicht deutlich, dass das letzte Mal sollte deutlich lauter sein als das erste Mal. Aber wir haben hier eine gute Tontechnik, die versucht, das alles genau wieder auszugleichen. Das ist ja auch gut, aber in diesem Fall ist ein bisschen so. Jetzt werden Sie es dasselbe hören, wie es ein Innenohrschwieriger mit Recruitment-Phänomen wahrnehmen wird. Da sollten Sie die ersten beiden Male es fast gar nicht wahrnehmen können, weil es ganz leise ist und vom vorletzten zum letzten Mal einen deutlichen Sprung in der Lautstärke. Ich hoffe, dass das klappt mit dieser Saalübertragung. Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Ja, ich hoffe, es war deutlich. Vom vorletzten auf den letzten Mal war ein deutlicher Sprung in der Lautstärke. Außerdem klang es dumpf. Das ist auch ganz typisch für einen Hochtonhörverlust, weil die hohen Frequenzen zuerst verloren gehen. Und es klang auch sehr verzerrt. Und das ist dann auch das Besondere oder die große Problematik
bei einem Innenohrhörverlust. Beim Innenohrverlust stirbt sozusagen unser Sinnesepithel ab. Wenn man das mit dem Auge vergleichen würde, dann würde man ja denken, okay, eine Schwierigkeit ist ja auch nicht viel anders als eine Fehlsichtigkeit. Ne? Und wieso tragen alle Leute eine Brille und jeder trägt nicht so gern ein Hörgerät? Oder wieso sind die Augenärzte reicher als die HNO-Ärzte oder umgekehrt? Nun, das Problem ist, dass eine Schwierigkeit eher vergleichbar ist, eine Innenohrschwierigkeit ist eher vergleichbar mit einer Netzhautablösung oder einer Makuladegeneration, also einer Krankheit der Sinneszellen im Auge. Während die normale Fehlsichtigkeit, die man durch eine Brille korrigieren kann, die entspricht eher einer Veränderung des Schallweges, also einer sogenannten Schallleitungsschwierigkeit, als wenn man einen Pfropfen im Ohr hat. Wenn man sozusagen den Schall auf dem Weg von außen bis zum Innenohr abschwächt, dann kann man einfach durch einen Verstärker das wieder beheben. Also in dem Fall wäre das eine einfache Möglichkeit, dass das Hörgerät einfach nur verstärkt. Aber diese Form der Schwierigkeit, die sogenannte Schallleitungsschwierigkeit, ist sehr, sehr selten. Die häufigste Form ist eben die Schallempfindungsschwierigkeit, die Innenohrschwierigkeit. Und die ist eben eher vergleichbar mit einer Netzhautablösung oder einer Makuladegeneration. Wenn man das vergleicht in der Wahrnehmung, ist das ungefähr so, als wenn man durch eine Milchglasscheibe schaut, wo auch das ganze Sehfeld eingeschränkt ist. Und wenn man das dann verstärkt, dann sieht man zwar alles heller, also Verstärkung ist so, als wenn man mehr Licht geben würde im optischen Fall. Man sieht alles heller, also man sieht mehr, aber man sieht es nicht klarer. Und das Hören mit einem Hörverlust eben ist eben so ähnlich wie das Hören durch eine Milchglasscheibe. Und das Hörgerät hat eigentlich die Aufgabe, diese Verzerrung, die auftritt durch dieses Hören durch eine Milchglasscheibe, aufzuheben und dem entgegenzuwirken. Und deshalb möchte man eigentlich im Hörgerät so eine Art intelligenten Kontrastverstärker haben, ne, der also es besser hörbar macht. Denn das häufigste Beschwerdebild bei Schwierigen ist nicht, dass sie nichts hören können, sondern ich höre alles, aber ich verstehe nichts. Das ist ganz typisch, diese Verzerrungswirkung, diese überschwellige Verzerrungswirkung. Gut, das ist die Analyse aus Sicht der Medizin, aber wir wollen ein bisschen weitergehen. Wir wollen eben gucken, die Hörstörung wird nicht nur aus der Sicht der Medizin beschrieben, sondern auch aus der Sicht der Physik zum Beispiel. Aus der Sicht des Physikers sieht das Ohr ganz anders aus. Da stellt man sich vor, dass das Ohr im Prinzip ein Gebilde ist, wo man zwei Eingänge hat, rechts und links, und dann eine Reihe von Verarbeitungsschritten, mehr oder weniger komplexen Verarbeitungsschritten, und am Ende hat man einen Detektor und man versucht dann eben mit dem Detektor alle Schallereignisse wahrzunehmen, die hier vorne reinkommen. Und das Hören ist im Prinzip durch diese Kette, die nichtlineare Verarbeitungskette von Schall bis hin zum Detektor beschrieben. Um so ein Hörmodell aufzustellen, bedient man sich der klassischen Vorgehensweise in der Physik. Man macht nämlich Experimente, in diesem Fall Hörexperimente mit Patienten zum Beispiel oder auch mit Tieren. Wir haben in Oldenburg nebenan in der Zoologie mein guter Kollege Georg Klump, der macht mit seinen Mäusen dieselben Hörversuche wie ich mit den Probanden, nur dass die Mäuse 7 Tage die Woche arbeiten, jeweils 3 Stunden ohne Gewerkschaft, für ein paar Krümel oder Tropfen Wasser oder so, und haben sehr, sehr konstante Kriterien, haben wenig Tagesformschwankungen, also verbrauchen viel weniger Zuwendung als unsere Probanden. Das ist also irgendwie ganz erstaunlich, was man mit Tierexperimenten alles herausfinden kann.
Und die Idee ist eben, dass wir die Experimente versuchen, durch Modelle zu beschreiben und anhand der Modelle dann feststellen, okay, da ist dies oder das noch unklar, deshalb müssen da wieder kritische Experimente gemacht werden. Und sozusagen aus dem Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment, dem klassischen Vorgehen der theoretischen Experimentalphysik, kann man auch solche Hörmodelle deutlich besser aufstellen. Und wenn man damit weit vorangekommen ist, dann kann man technische Systeme schaffen, die auf der Basis dieses Hörmodells funktionieren. Das heißt, man kann in diesem technischen System zum Beispiel dem Computer Ohren wachsen lassen und dem Computer beibringen, ähnlich Sprache zu verstehen, wie es der Mensch versteht. Oder man kann auch bessere Hörgeräte bauen. Das heißt also, aus dieser Vorgehensweise von der Theorie und dem Wechselspiel mit dem Experiment hin zu Höranwendungen. Gut, alle Theorie ist trocken, deshalb ein Experiment. Ich möchte Ihnen hier mal ein Hörexperiment, ein typisches Hörexperiment vorstellen. Und dazu brauche ich drei freiwillige Probanden. Wer meldet sich freiwillig, hier mal ein kleines, ganz einfaches Hörexperiment zu machen? Ja, kommen Sie bitte. Ich glaube, Frau Brungart macht das auch. Setzen Sie sich mal bitte hier vorne. Ja, dann noch jemand. Sehr gut. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ich möchte Ihnen, ich glaube, ja, eine, also tut mir leid, wir können nachher nach der Vorlesung gerne das nochmal machen. Und zwar folgendes Experiment. Ich habe hier eine Thermoskanne mit kochend heißem Wasser und eine Thermoskanne mit ganz kaltem Wasser. Und ich habe hier drei Tassen und ich behaupte, also wetten das sozusagen, ich behaupte, dass Sie allein durch das Hören herausfinden können, ob ich heißes Wasser oder kaltes Wasser in eine Tasse gieße. Also Sie können mit Ihrem Ohren auch die Temperatur messen. Deshalb sollten Sie lieber nicht sehen, was ich in welche Tasse gieße. Ne? Deshalb gucken Sie bitte in die andere Richtung. Und ich gieße in zwei Tassen kaltes Wasser und in eine Tasse heißes Wasser. Also ich gieße jetzt mal in die erste Tasse was ein. Jetzt gieße ich in die zweite Tasse was ein. Und jetzt gieße ich in die dritte Tasse was ein. Und jetzt sagen Sie mir bitte, liebe Versuchsperson, wer ist dafür, dass in der ersten Tasse das heiße Wasser war? Wer ist dafür, dass in der zweiten Tasse war, dass das heiße Wasser in der zweiten Tasse eingeschickt wurde? Und wer ist dafür, dass in die dritte Tasse das heiße Wasser war? Frau Brungart, können Sie sich auch entscheiden? Erstes und drittes klang ähnlich. Ja, also welche? Ja, also Sie brauchen bloß zu sagen, welches klang unähnlich. Das war das zweite. Und was sagen Sie? Sie haben im Vorhinein gesagt, meine Dame, Sie sagten, dass Sie Angst haben, dass Sie möglicherweise das nicht ganz hören können. Ne? Und ja, ich hab's gehört. Welches war es denn? Ja, kalt oder warm, das kann ich nicht. Ja, aber welches war denn unterschiedlich? Also die erste von den, das erste, das zweite oder dritte, welches war von den anderen unterschiedlich? Ja, ich muss raten, also auch das zweite. Gott, das ist eindeutig. Vielen Dank. Es war auch das Zweite, ja. Also Sie, das war der Beweis. Vielen Dank. Sie sind entlassen. Also man kann durch Hören herausfinden, ob es heiß oder kalt ist. Woran liegt das? Naja, bei heißem Wasser bildet sich oberhalb der Wasseroberfläche ein Film von heißem Dampf und kalter Luft, eine Grenzfläche. Und diese Grenzflächen, die verhindern, dass der Schall aus der Flüssigkeit nach außen treten kann. Deshalb klingt das heiße Wasser ein bisschen weicher, ein bisschen dumpfer. Aber
die Temperatur kann man nicht messen. Also wenn man es lange trainiert, also ist es vielleicht so ähnlich, wie man durch Schmecken herausfinden kann, welcher Wein es ist und an welcher Lage es ist. Also wenn man es lang genug trainiert, kann man durch ähnliche Experimente auch mit Wein sozusagen skalieren, wie gut oder wie schlecht der Wein ist. Und hier kann man das eben mit dem Hören auch die Temperatur skalieren. Also es ist erstaunlich, was unser Ohr kann. Es kann eben auch die Temperatur messen. Gut, die Frage ist, wie macht es das? Also wie sieht eben so ein typisches Hörexperiment und ein daraus folgendes Hörmodell aus? Wir haben auf der einen Seite einen Schalleingang und dann haben wir eben eine Reihe von Verarbeitungsstufen. Wir gehen davon aus, dass der Schall erstmal in verschiedene Frequenzen aufgeteilt wird. Dann wird der Schall in seine Einhüllenden komprimiert, also das die Aktion der äußeren Haarzellen bewirken eben eine Verstärkung bei kleinen Pegeln und eine Abschwächung bei hohen Pegeln. Das nennt man technisch eine Kompression. Dann wird der Schall noch nach verschiedenen Modulationen gefiltert, also verschiedene Rhythmen. Schnelle und langsame Änderungen werden an unterschiedlichen Stellen im Gehirn abgebildet, eine sogenannte Modulationsfrequenzanalyse. Und es findet auch ein Vergleich zwischen rechts und links, der sogenannte binaurale Vergleich statt, also dass rechtes und linkes Ohr miteinander interagieren, um herauszufinden, ob man aus den Unterschieden zwischen rechts und links herauskriegen kann, wo ein Schall herkommt oder welche Schallquelle jetzt deutlicher ist als andere, als der Hintergrund. Mit diesem Verarbeitungsmodell ist es auch möglich, die menschliche Spracherkennung vorherzusagen. Man bedient sich da Methoden des maschinellen Lernens oder Machine Learning. Das heißt, man nimmt das normale Eingangssignal, das Sprachsignal, führt eine Vorverarbeitung durch, so ähnlich wie unser Ohr das macht. Dann hat man eine interne Darstellung, die sieht eben so ähnlich aus, wie vielleicht unser Gehirn die Sprachsignale wahrnehmen kann. Und dann führt man eine Klassifikation, also eine Mustererkennung durch, so ähnlich wie unser Großhirn vielleicht auch eine Mustererkennung machen kann. Bei optischen Texturen kann es es eben auch bei akustischen Mustern durchführen und kann dadurch Sprache erkennen. Inzwischen sind wir in der Lage, durch die sogenannten Deep Neural Nets die Spracherkennung, die künstliche Spracherkennung so weit zu perfektionieren. Sie kennen das von Alexa oder den anderen in dem Consumer-Bereich schon halbwegs gut funktionierenden Geräten, die auch Sprachsteuerung funktionieren. Die sind noch nicht ganz da, wo wir Menschen sind, Gott sei Dank, möchte man fast sagen. Aber sie sind schon sehr, sehr dicht da dran, was wir als Sprachwahrnehmung mit Menschen leisten können. Und die menschliche Sprachwahrnehmung können wir daher auch mit diesem auf der Basis von Machine Learning Algorithmen und von Tricks der automatischen Spracherkennung sehr gut vorhersagen. Hier ist so ein Beispiel. Aufgetragen sind die Sprachverständlichkeitsschwellen von den 8 Sprechern, die wir vorhin hatten. Also die Spanisch und Deutsch und Russisch und Deutsch sprachen. Und die sind ja, das sind die schwarzen Symbole, die sind ja sehr unterschiedlich. Es gab gute Sprecher, die sind hier niedrig, und schlechte Sprecher, die sind hier hoch. Und mit einem Deep Neural Net System, also einem System, was die neuesten Algorithmen der automatischen Spracherkennung benutzt, kommen wir schon sehr, sehr dicht an die menschliche Spracherkennung heran und können auch die Unterschiede zwischen einem guten Sprecher und einem schlechten Sprecher relativ gut vorhersagen. Mit der vorigen Generation von Systemen, den GMMs, also Gaussian Mixture Models oder Hidden Markov Models, da haben wir noch eine ziemliche Lücke gehabt in der Spracherkennung zwischen dem, was das, was der Computer erkennen kann, und das, was der Mensch erkennen kann. Dem kann man aber ein bisschen nachhelfen. In unserem Fall, wenn man dem Computer sagt, es gibt nur 50 verschiedene Wörter und diese Sätze sind so wie diese Matrix-Sätze, wie wir es zu Anfang hatten, Peter kauft 7 nasse Autos, dann kann der Computer auch diese Lücke überspringen. Das heißt, wir können mit diesem Modell auch die
menschliche Spracherkennung gut vorhersagen. Wie kann man jetzt aber Hörstörungen vorhersagen? Gut, wenn man weiß, wie das Modell in einem Normalfall funktioniert, dann kann man damit auch ganz gut vorhersagen, was für den gestörten Fall die Sache ist. Und da stellt sich heraus, dass Hörschaden nicht eine einfache Sache ist, dass man eine einzige Stellschraube nur dreht und dann sind alle Menschen auf dieselbe Art und Weise betroffen, sondern es gibt mindestens 4 unabhängige Faktoren, die den Hörverlust ausmachen. 2 davon sind im Prinzip die klassischen Faktoren, die die Abschwächung beschreiben und die das Recoupment beschreiben, also die verringerte Aktion der äußeren Haarzellen. Aber es sind noch 2 weitere Faktoren, nämlich einmal das innere Rauschen und die sogenannte binaurale Störschallreduktion, die auch getrennt gestört sein kann. Und jeder Patient hat eine andere Mischung aus diesen 4 Komponenten. Das heißt also, um genau einen Hörverlust angehen zu wollen, muss man ein bisschen genauer gucken. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass wir individuelle Diagnostik betreiben und dann auch individuell ein Hörgerät bauen können, was diese Komponenten spezifisch angeht. Die erste Voraussetzung ist dafür, dass wir die individuelle Hörstörung auch genau erfassen und auch genau vorhersagen können. Und hier ist nur so ein Beispiel für eine präzise Vorhersage der individuellen, vom Schwerhörigen vollzogenen Sprachverständigkeitsschwelle für verschiedene Hörgeräte und für sehr viel unterschiedliche Schwerhörigkeitsformen. Wenn man das nur vorhersagt aufgrund des Audiogramms, also aufgrund der Standardmessung, die Sie beim HNO-Arzt durchführen, dann sieht das noch wie Kraut und Rüben aus. Erst wenn man ein bisschen genauer misst und eben diese einzelnen Komponenten des Hörvermögens erfasst, dann kann man ziemlich genau vorhersagen, wie gut oder wie schlecht der individuelle Patient in einer bestimmten Situation mit oder ohne Hörgerät hört. Das heißt, wir sind jetzt dicht dabei, eine sogenannte Präzisionsaudiologie zu erschaffen, wo wir genau schon aufgrund weniger Messungen vorhersagen können, da und da ist das Problem bei dir und der Stelle müsste man mit dem Hörgerät ansetzen. Gut, kleines Zwischenfazit. Die Hörstörungen lassen sich gut mit einem Matrix-Test erfassen und das kann auch als Ansatz zur Modellierung für bessere Hörhilfen verwendet werden. Wir haben mindestens 4 verschiedene Ansätze, um Hörgeräte zu bauen. Die klassischen Hörgeräte, die können die ersten beiden Komponenten, nämlich die sogenannte Abschwächungskomponente und die Verzerrungskomponente, das Recoupment-Phänomen, angehen. Aber die 2 weiteren Komponenten, nämlich das zentrale Rauschen und die sogenannte binaurale Komponente, also die spezifische Problematik beim binauralen Hören, dazu braucht man auch Hörgeräte, die ganz gezielt sich auf das zweiohrige Hören stürzen. Das sind die sogenannten binauralen Hörgeräte. Deshalb möchte ich in dem letzten Teil meines Vortrags ein wenig auf Hörgeräte zu sprechen kommen. Also wie ist die Realität von Hörgeräten und wo geht die Reise hin? Wo wollen wir in 10 Jahren zum Beispiel sein? Nun, Sie kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus den Berichten von Betroffenen, dass Schwerhörende besondere Probleme haben bei großen Menschenansammlungen und in großen Räumen, also in Nachhallsituationen und wenn viele Menschen durcheinander reden, die sogenannte Gesellschaftsschwerhörigkeit. Ne? Also in Ruhe kann man alles bestens verstehen, aber eben nicht in einer lärmbehafteten Umgebung. Nun, wie machen da Normalhörende, dass sie in solcher Situation was gut verstehen können?
Normalhörende haben den Trick, dass sie eben zwei Ohren haben und einen mehr oder weniger gut funktionierenden Cocktailparty-Prozessor dazwischen, der in der Lage ist, aus dem Vergleich zwischen den beiden Ohren Informationen herauszuziehen, wo die verschiedenen Quellen im Raum sind, die akustischen Quellen, und auf welche dieser Quellen man sich konzentrieren will. Das funktioniert also so, dass der Schall, der von zum Beispiel einem Sprecher abgestrahlt wird, auf die beiden Ohren des Hörers kommt und dass der Hörer dann in der Lage ist, die Unterschiede zwischen rechts und links auszunutzen und anhand dieser Unterschiede darauf zu schließen, wo der Schall herkommt und dann auch den Schall von dem Hintergrund zu trennen. Nun, diese binauralen Fähigkeiten, die werden natürlich nur dann gut unterstützt, wenn sie auch durch ein binaurales Hörgerät unterstützt werden, also eins, was auch an beiden Ohren den Schall aufnimmt und auch aufpasst, dass der Schall an beiden Ohren wieder so wahrgenommen wird oder so angeboten wird, dass diese Unterschiede zwischen rechts und links nicht nur nicht verloren gehen, sondern möglicherweise sogar verstärkt werden. Eine Möglichkeit, sowas zu machen, hatte ich seinerzeit schon in meiner Doktorarbeit entwickelt. Das ist eben die Möglichkeit, dass man an den beiden Ohren die Schallsignale aufnimmt, die dann analysiert und verarbeitet und dann an beiden Ohren wieder weitergibt. Wir hatten dann die ersten Prototypen gebaut. Da hieß es noch in der Bild-Zeitung, Wahnsinn, Oldenburger Hörforscher entwickeln 23 Kilogramm schweres Hörgerät. Das war natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber wir haben es dann in kleineres Format gebracht und durch Zusammenarbeit mit der Hörgeräteindustrie gibt es inzwischen auch binaurale Hörgeräte zu kaufen. Und das Gute ist eben, dass man damit eine deutlich bessere Versorgung in räumlichen Störschallsituationen unter Nachhall schaffen kann. Wie wichtig das binaurale Hören ist und wie leistungsfähig das binaurale Hören ist, möchte ich eigentlich anhand einer Quizfrage mit Ihnen mal klären. Was meinen Sie, was ist der kleinste Unterschied zwischen rechts und links, den man noch soeben hören kann? Ist es 0,1 Sekunde oder 0,01 Sekunde oder 0,001 Sekunde oder 0,00001 Sekunden? Wir können ja mal uns überlegen, was würde dem entsprechen. Wir wissen, die Schallgeschwindigkeit, die ist endlich. Ne? Also beim Gewitter, Sie wissen, man muss immer 3 Sekunden zählen und in der Zeit ist der Schall 1 Kilometer gewandert. Nicht? Also die Schallgeschwindigkeit 340 Meter pro Sekunde. Das würde also bedeuten, bei diesem Unterschied von 0,1 Sekunde hätte man einen Wegunterschied von 34 Meter. Bei 0,1 Sekunden 3,4 Meter. Hier 34 Zentimeter und hier 0,34 Zentimeter. Also ich glaube, 50-50 Joker, ne? Die obersten beiden, die fallen schon mal weg. Nicht? So, was jetzt? Wer ist für C? Und wer ist für D? Okay, 50-50, können wir nicht entscheiden. Müssen wir ein Experiment machen. Ja, liebe Frau Bungert, Sie müssen noch mal herhalten. Da hilft alles nichts, machen wir ein Experiment. Wir haben ja hier so schöne Geräte. Und ich habe hier auch so einen Kopfhörer. Da ist ein Schlauch gespannt. Der ist sozusagen, geht von da nach da. Und ist also der ist an die beiden Kopfhörer angeschlossen. Und wenn man hier raufhaut, hört man das im Ohr. Und wenn man dichter an dem linken Kopfhörer ist, dann hört man es im linken Ohr. Und wenn man dichter an dem rechten ist, hört man es im rechten Ohr. Wir können jetzt mal herausfinden, mit welcher Genauigkeit unsere Versuchsperson, unsere freiwillige Versuchsperson, in der Lage ist, einen Schall zu orten. Wir setzen mal den Kopfhörer so auf. Danke sehr. So, geht das? Und Sie zeigen immer an, wo Sie den Schall hören. Ob Sie ihn jetzt rechts hören oder ob Sie ihn links hören. Okay, ob Sie ihn links hören oder rechts oder
Und jetzt gucken wir mal, okay, jetzt können wir mal das eingabeln, in welchen Bereich sie das noch hören kann. Okay, und man merkt, es ist ein ganz kleiner Bereich, in dem sie noch in der Lage ist, die Unterschiede zu hören. Ja, vielen Dank. So, jetzt kann ich nochmal demokratische Physik machen. Danke sehr. Was ist richtig, C oder D? D. D, nicht? Eindeutig. Ne? Also unser Ohr ist in der Lage, so wahnsinnig kleine Unterschiede zwischen rechts und links von bis zu 10 Mikrosekunden, also 10 mal den millionsten Teil einer Sekunde wahrzunehmen. Das schafft unser Ohr dadurch, dass wir eine massive Parallelverarbeitung haben. Also der Schall rechts und links kommt gleichzeitig aufs Ohr, wird in verschiedenen Nerven gleichzeitig zum Gehirn gebracht. Und da gibt es solche sogenannten Koinzidenzdetektoren, die können eben genau herausfinden, wann gleichzeitig Schall von rechts und links kommt und wenn er ein bisschen verzögert ist. Aber unser, also hier, D ist richtig. Unser Gehör hat noch ein paar Tricks drauf. Ich möchte Ihnen hier noch ein anderes Experiment mal vorführen. Das Gesetz der ersten Wellenfront, wo uns das binaurale Hören durchaus ein wenig in die Irre führen kann. Sie hören jetzt einen Schall aus einem dieser beiden Lautsprecher. Ne? Das war jetzt nicht der richtige Schall. Entweder dieser oder dieser Lautsprecher. Und Sie sollen sagen, woher der Schall kommt. Aus diesem Lautsprecher. Ne? Jetzt ziehe ich den Stecker raus aus dem Lautsprecher und der Schall kommt immer noch da raus. Ne? Oh, na, der knallt ein bisschen. Also nochmal. Ich kann hier einen Stecker rausziehen und er kommt immer noch aus diesem Lautsprecher. Aber wenn ich den Stecker aus diesem Lautsprecher rausziehe, ist der Schall sofort weg. Ja, überzeugt oder nicht? Also ich kann es nochmal durch vorspielen. Also man hat wirklich den Eindruck, es kommt aus diesem Lautsprecher, aber kommt gar nicht daher, sondern es kommt daher. Naja, was ist der Trick? Der Trick ist, aus diesem einen Lautsprecher, da kommt dieser Klang, ganz langsam. Und aus dem anderen Lautsprecher, aus dem linken Lautsprecher, naja, hört nicht auf. Okay, jetzt hör mal auf. Aus diesem Lautsprecher, aus dem linken Lautsprecher von mir aus und von Ihnen aus gesehen der rechten Lautsprecher, da kommt nur ein kurzer Anfang. Und dieser Anfang führt eben dazu, dass man den Eindruck hat, dort, wo als erstes der Schall herkommt, da kommt der Schall her. Und da, wo der Schall nachher lauter ist, wo sich der langsam einschleicht, das führt dann zwar dazu, dass man den Schall wahrnimmt, aber die Richtungsinformation, die nimmt man von dem ersten wahr. Dieser Trick, der stammt wohl noch aus der Zeit, wo wir in Höhlen lebten und vor irgendwelchen schlafenden Bären uns in Sicherheit bringen mussten. Denn es ist immer wichtig, dass man den Schall dort auch hin lokalisiert, dort auch wahrnimmt, wo der Schall auch tatsächlich herkommt und nicht von einer Reflexion des Schalls an der Decke oder an der Wand. Also wenn der Bär eben ein Geräusch macht und man hört nicht das Geräusch von dem Bären selber, sondern von dem Echo an der Wand und man läuft dann vor dem Echo weg, hat man schlechte Karten. Also insofern ist so ein Trick der Evolution gewesen, dass man immer auf die erste Wellenfront hört. Und das ist auch in modernen Übertragungsanlagen der Fall, dass man die Verzögerung zwischen dem Schall, der vom Mikrofon erzeugt wird, vom Redner, und dem Schall, der von den Lautsprechern weiter hinten im Saal erzeugt wird, dass man das ausnutzt und dass man diese Verzögerung auch dazu benutzt, dass man trotzdem den Hörer vorne hört, obwohl der meiste Schall von hinten kommt. Also das heißt, unser binaurales Hören ist durchaus kompliziert und möglich ist es uns in so einer räumlichen Umgebung auch zurechtzufinden. Man kann das binaurale Hören eben auch benutzen, um damit neuere
Hörlösungen zu bauen. Also unser Prototyp ist dieser Hörthron, den wir im Haus des Hörens seinerzeit mal gebaut haben, als Prototyp eines zweiohrigen Hörgeräts, wo der Unterschied zwischen rechts und links deutlich verstärkt wird und man dadurch nicht nur alles lauter hört, sondern auch nur die Richtungsunterschiede viel, viel deutlicher. Und wenn immer Sie mal in Nordwesten der Republik kommen, ne, kommen Sie mal in einen Hörgarten, hören Sie sich das mal an. Das steht 7 Tage die Woche für Publikum zur Verfügung. Man kann das aber eben auch nachbauen elektronisch mit Hörgeräten oder Prototyp-Hörgeräten, die rechts und links miteinander verarbeiten und die Signale drahtlos übertragen und so eine Art räumlich sensitives Hörgerät schaffen. Und das will ich Ihnen mal hier an so einem Beispiel, an Demo vorspielen. Sie hören gleich eine Szene, wo sich 4 Leute unterhalten. Das ist eine Szene, wo wir solche komplexen Hörsysteme auch durchaus testen in der Cafeteria, die nachgebaut wird im Labor. Und das Hörgerät kann dann ein Beam, also eine Richtwirkung einschalten. Und diese Richtwirkung ist durch einen gelben Kreis gekennzeichnet. Sie werden also erstmal so gut wie nichts verstehen. Und wenn das Hörgerät dann sich einschaltet und der gelbe Kreis auf einen bestimmten Sprecher kommt, dann können Sie diesen Sprecher wahrnehmen. Also achten Sie mal da drauf. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, genau. Es passiert nicht oft, dass alle so spontan vorbeikommen. Ja, das stimmt. In letzter Zeit war es auf der Arbeit auch ziemlich hektisch. Viele Kollegen sind gerade im Urlaub und deswegen muss ich alle Abenddienste übernehmen. Wann musstest du denn arbeiten? Immer dann von 17 bis 1 Uhr. Das ist mir aber lieber als der Frühdienst. Mit dem ganz frühen Aufstehen, da komme ich gar nicht gut. Mir bleibt ja nichts anderes. Gut, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie alles verstanden haben, aber ich hoffe, es war deutlich, dass dadurch, dass das Hörgerät sich fokussiert auf einen bestimmten Bereich, dass dadurch die Stimme klarer wurde und der Hintergrundpegel abgesenkt wurde. Ein weiterer Effekt, der in der letzten Zeit im Vordergrund steht, ist die Entwicklung. Ja, ich muss mal hier gucken, dass ich hier weiterkomme. Genau, so. Ist die Entwicklung von sogenannten transparenten Hörgeräten, wo man also im Hörgerät es versucht, individuell den Klang so auszugleichen, dass man den Eindruck hat, man hat gar kein Hörgerät. Also es klingt so, als wenn der Schall ganz natürlich ins Ohr kommt und dadurch ist die Schallwirkung relativ begrenzt. Das Problem ist natürlich, man muss das Hörgerät irgendwie so steuern, wie der Nutzer es gerade haben will. Und am liebsten wäre es uns natürlich, wenn man mit den Gedanken direkt das Hörgerät steuern könnte. Nun, Gedankenlesen ist schwierig, gerade in die Zukunft, wenn man die Gedanken nicht schon sowieso kennt, nicht? Aber der Ansatz dazu ist eben, dass man EEG-Signale nutzt, also elektrische Signale, die man entweder auf dem Kopf, an der Kopfoberfläche, aber noch praktischer direkt am Ohr ableiten kann. Das heißt, mit diesen Elektrodenanordnungen ist es möglich, direkt am Ohr die elektrischen Signale, die das Gehirn beim Denken produziert, aufzunehmen und daraus dann abzuleiten, in welche Richtung der Hörer sich gerade konzentriert. Also man versucht, das Hörgerät einzustellen, je nach Hörwunsch mit der EEG-Auswertung. Nun, bis das natürlich ein kommerzielles Produkt ist, ist noch ein gewisser Weg, ne? Also vielleicht 10 Jahre. Die Hörgeräte heute, die sind schon deutlich, aber wirklich deutlich besser als das, was es vor 10 Jahren gab. Das Image von Hörgeräten als etwas, was man lieber verstecken will oder in die Schublade tut, schwindet auch, Gott sei Dank. Man hat heute fast keinen Unterschied mehr zwischen einem modischen Bluetooth-Headset und einem Hörgerät. Und insofern gehen wir mal davon aus, dass in einiger Zeit Leute Hörgeräte tragen, weil das eben ein Designsystem ist, genauso wie manche Leute ja Brillen tragen, ne, obwohl sie gar nicht fehlsichtig sind, ne, einfach weil es besser aussieht.
Aber Hörgeräte können eben auch eine Reihe von Funktionen übernehmen und verstärken, zum Beispiel die Dynamikkompression, also das Recruitment ausgleichen. Sie können auch Störschallquellen unterdrücken, allerdings nicht in allen Situationen, nur in akustisch einfachen Situationen. Und sie haben insbesondere eine gute Konnektivität inzwischen. Das heißt, man kann mit allen Geräten sozusagen eine direkte Übertragung bewerten. Man kann natürlich die akustischen Situationen so ein bisschen danach einteilen, wie viel Nachhall es gibt und wie viele Störschallquellen es gibt. Und die heutigen Hörgeräte, die sind eher bei wenigen Störschallquellen und bei einfachen Nachhallsituationen. In Zukunft wollen wir eigentlich, dass die Hörgeräte auch in schwierigen akustischen Situationen helfen. Also wenn viel Nachhall ist und wenn viele Leute um einen herum sind. Und das da sind wir inzwischen schon einen deutlichen Schritt weitergekommen, insbesondere durch das binaurale Hören und durch Einbeziehen der binauralen Signalverarbeitung in das Hörgerät. Gut, Frau Bungert hat mir gesagt, ich darf über alles reden, nur nicht über eine Stunde. Deshalb muss ich mal langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, Ihnen ein wenig näher gebracht zu haben, dass die akustische Kommunikation und die Erforschung ihrer Störungen spannend ist, weil es zwischen den Ohren noch einiges zu entdecken gibt. Ich hoffe, Ihnen auch nahegebracht zu haben, dass man bei der Erforschung des Hörsinns und seiner Störungen die Sichtweise von verschiedenen Disziplinen braucht, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und dass wir von diesem Wechselspiel zwischen Hörexperiment, Hörmodellen und Anwendungen eigentlich leben in diesem Bereich. Und dass dieser binaurale Vergleich für die Schallordnung und für die Störschallunterdrückung wichtig ist. Und das wird natürlich benötigt, um ein Hören für alle zu erreichen. Also dass wir Lösungen haben für alle Personen, unabhängig von der Art der Hörstörung, jederzeit und an allen möglichen Plätzen, wo sie sich aufhalten. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin ganz Ohr.